Grüß Gott, mein Name ist Christian Recht. Ich bin Hausjurist an der Österreichischen Nationalbibliothek und ich möchte in den nächsten 10 Minuten circa auf die rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit unserem Sammelauftrag eingehen. Die Nationalbibliothek ist bekanntlich eine Kulturerbeinstitution, die Bücher sammelt, einerseits aufgrund eines gesetzlichen Auftrags, alle Publikationen in Österreich, also das sogenannte Pflichtexemplarrecht, andererseits aber auch selbst Bücher ankauft, beziehungsweise auch andere Materialien sammelt. Es gibt ja nicht nur die Bücher, die von der Nationalbibliothek gesammelt werden, sondern in den Sondersammlungen auch sonstige Ressourcen wie Bilder, Landkarten, ja, also da gibt es eine breite Palette. Das deckt jetzt aber nur einen Aspekt eigentlich ab, nämlich den Aspekt, dass es sich dabei um Primärquellen handelt, also um Publikationen, sagen wir jetzt einmal bei den Büchern, ja, die ja auch in gewisser Weise auffindbar sein müssen. Ja. Ich komme jetzt auf die sogenannten Metadaten zu sprechen. Also das, was wir als Katalogdaten kennen, wird natürlich von der Nationalbibliothek erstellt, um diese Primärquellen aufzufinden. Also wir haben es hier mit verschiedenen Artefakten, wenn man so will, zu tun, also mit verschiedenen Dingen. Einerseits Primärquellen, die Werke im urheberrechtlichen Sinn sein können, und andererseits Katalogdaten, wo man sich auch fragen könnte, sind die denn urheberrechtlich gesehen geschützt? Und meine kurze Antwort darauf ist, nein, weil bei den Katalogdaten geht es ja nicht darum, im urheberrechtlichen Sinn ein Werk zu erstellen, weil man möchte ja keine eigentümliche schöpferische Leistung bei der Beschreibung einer Primärquelle, sondern man möchte ein Werk finden. Es soll genau das nicht sein, nämlich eigentümlich und individuell, sondern es soll nach einem Standard ein Werk beschreiben. Also wenn ich hier zum Beispiel dieses Buch hernehme, dann möchte ich dieses Werk dann auch finden können. Und dann ist die Beschreibung dieser Katalogdatensatz eben nicht individuell, nicht eigentümlich gesehen und durch die Brille des Urheberrechts gesehen eben kein Werk und ist also daher als solches nicht geschützt. Das ist, wie schon gesagt, eine sehr kurze Antwort, weil der Begriff der Metadaten, also der Beschreibungsdaten, ein sehr breiter ist und man könnte sich durchaus auch vorstellen, dass es Metadaten gibt, die ein Werk beschreiben, die per se als Beschreibung dann sehr wohl auch wieder ein Werk darstellen können. Also wenn beispielsweise wissenschaftlich über ein Bild geforscht wird in einem Museum, dann kann durchaus in einem Katalogdatensatz dann auch eine längere Abhandlung enthalten sein, die dann Werkqualität aufweisen kann. Also insofern ist diese Kurzantwort, Katalogdaten sind per se nicht geschützt, nicht immer ganz zutreffend. Ich habe davon gesprochen, dass ein Katalogdatensatz ja auch dazu da ist, ein Werk zu finden und deswegen müssen die möglichst uniform sein. Es ist allerdings so, dass diese Findfunktion auch ein bisschen in den Hintergrund gerät, wenn man sagt, ja, auch diese Daten haben eine eigenständige Qualität und haben einen Informationswert. Und insofern rücken die dann auch immer mehr in den Vordergrund, wenn es darum geht, im Rahmen von wissenschaftlichen Auswertungen den Informationsgehalt aus diesen Daten herauszuholen. Also im Rahmen des Data Minings kann man sich dann durchaus vorstellen, dass diese Daten sehr wohl Verwendung finden, daher auch durchaus für die Forschung interessant sein können. Da ist es so, dass wir ja das Pflichtexemplarrecht traditionellerweise für die Printwerke haben. Das ist also seit Jahrhunderten etabliert. Nachdem der Anspruch dieses Pflichtexemplarrechts, also alles, was in Österreich publiziert wird, systematisch zu sammeln, ja technisch unabhängig sein sollte von der Art, wie es publiziert wird, hat man vor allem in den letzten 20 Jahren diesen Sammelauftrag erweitert. Sprich, man hat dann im Jahr 2001 dann auch digital produzierte Werke dazugenommen, allerdings nur die offline produzierten Werke, also die auf einem Trägermaterial vorhanden sind, wie CD-ROM, CDI etc.
2009 wurde das noch einmal erweitert um den Sammelauftrag von im Internet publizierten Medieninhalten. Also insofern werden digital produzierte Medien gesammelt. Was allerdings noch fehlt, das ist ein Sammelauftrag, ein gesetzlicher Sammelauftrag für E-Books und für E-Journals, also für Medien, die digital produziert und digital angeboten werden, aber nicht im Web abrufbar sind, keinen Webinhalt darstellen oder auf einem Träger angeboten werden. Was ergeben sich daraus für Konsequenzen in urheberrechtlicher oder auch in medienrechtlicher Hinsicht? Wir haben im Pflichtexemplarrecht selbst, was jetzt die Benutzung von Druckwerken betrifft, ja keine Benutzungsregelung, sondern das ist im Urheberrecht geregelt. Bei den offline produzierten digitalen Werken ist das grundsätzlich genauso. Nur bei den webgearbeiteten Materialien ist es so, dass es eine Benutzungsregelung gibt, die tatsächlich schon im Mediengesetz drinnen steht, wo also verankert ist, dass diese Materialien vor Ort benutzt werden können, und zwar ausschließlich vor Ort in der Bibliothek. Darüber hinaus sammelt die Bibliothek natürlich auch sonst produzierte digitale Materialien, eigenständig, indem sie Vereinbarungen abschließt mit Medieninhabern. Wenn man jetzt einen digitalen Content übernimmt, dass man diesen Content und die Benutzung dann auch sehr genau vereinbart, in welcher Form der zur Verfügung gestellt werden kann. Was wir in der Bibliothek feststellen, das ist, dass die Bibliothek als Forschungspartner immer stärker involviert ist. Früher war die Bibliothek mehr in einer servicierenden Rolle, jetzt ist sie stärker involviert, auch in Forschungsprojekten als früher. Wir sehen, dass sich dadurch auch neue Forschungsmöglichkeiten ergeben, also quantitative Forschungen, digitale Materialien können eben anders erforscht werden. Es gibt ein anderes Berufsbild in Form eines Digital Curators, der eben digitale Daten ordnet, serviciert. Es gibt ein neues Berufsfeld mit den Digital Humanities, wo Bibliotheken eben sehr stark als Partner nachgefragt sind. Und wir sehen, dass es dort eben auch zu einer Diversifizierung, zu einer Spezialisierung im rechtlichen Bereich kommt. Also wenn ich jetzt von einem Forschungsprojekt, von einem Forschungsvorhaben höre oder gefragt werde, was in rechtlicher Hinsicht zu beachten ist, dann sind dann immer so mehrere Sichtweisen bereitzuhalten, mehrere Brillen, durch die man sozusagen schauen muss. Im Wesentlichen ist immer die Kernfrage dann, um welche Daten geht's und wie sollen sie verwendet werden. Und dieses Problemfeld muss man dann sich einerseits aus der urheberrechtlichen Perspektive anschauen und andererseits aus einer datenschutzrechtlichen Perspektive, ja, wenn es um Personen geht und um Personendaten. Wer sich für das Thema automatisch generierter Inhalte interessiert, dem kann ich dieses Buch hier empfehlen. Roboterjournalismus, Chatbots und Co. von Herrn Weber im Heise Verlag erschienen, 2019, deckt das Thema sehr unterhaltsam und informativ ab mit einem kleinen juristischen Kommentar dazu, ist aber aus meiner Sicht sehr lesenswert. Vielen Dank.